Gebete der heiligen Birgitta, 15. Gebet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christi, letzte und gänzliche Blutvergießung. O Jesus, du wahrer und fruchtbarer Weinstock, in welchem wir eingepflanzt sind, gedenke jener überreichen Vergießung deines Blutes, welches du gleich dem Safte der gepressten Traube vergossen, als du aus deiner durch die Lanze geöffneten Seite Blut und Wasser reichlich hervorquellen ließest. Der Gestalt, dass auch kein Tropfen zurückblieb und dein heiligster Leib gleich einem Myrrenbüschlein vertrocknet hoch am Kreuze schwebte. Durch diese Vergießung deines köstlichen Blutes stärke meine Seele in ihrem Todesstreite und lasse sie von allen Flecken rein vor dir erscheinen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria, der Jungfrau. Zum Heile der Menschen gekreuzigt, nun im Himmel herrschend, erbarme dich unser.